man nimmt Sicherheit hin. Ja, es fällt auf, wenn Sicherheit vielleicht fehlt. Ja, aber ich bin halt derjenige, der sich ständig um Sicherheit Gedanken macht, sondern ich mag eher mal was. Ja. Ich habe ja zufällig, darf ich noch ein bisschen Erwerbung für mein eigenes Produkt machen, der das nicht weiß. Also, wir haben hier natürlich viele Devotionalien, aber ich stehe eigentlich hauptsächlich für die PassVisu, die webbasierte Visualisierungssoftware. Das ist eigentlich das entscheidende Paket der Zukunft und dafür zeichne ich mich verantwortlich. Ich wünsche mir, dass sie auch die Nähe rüberbringt, wie es ihre Mutter gemacht hat. Ja, die hat immer ein offenes Ohr gehabt, ist immer mal wieder durchgelaufen, hat auch immer das Ohr am Puls der Zeit gehabt. Ja, du Frau Pilz, wünsche ich natürlich nur das Allerbeste. Also ich muss sagen, ich habe selten mal eine Frau kennengelernt, die mich mehr beeindruckt hat. Ja, die mich in meiner größten Krisenphase genau mit diesem Ding, das am Anfang natürlich auch Schwierigkeiten gemacht hat. Und ich weiß noch, wo ich ihr gesagt habe, hier habe ich jetzt der Prototyp, mit dem gehen wir jetzt live. Da haben wir dann beide eigentlich Rotz und Wasser geheilt, muss ich sagen. Ich war verfreut, weil sie sich gefreut hat. Jetzt kommen wir gleich schon wieder die Tränen. Also das war auch einer von den schönsten Momenten, muss ich sagen. Ich wünsche ihr, dass sie weiterhin so viel Kraft hat und die Kraft, die sie anderen gibt, dass man ihr auch im Ruhestand viel Kraft zurückgeben kann, dass sie noch ihre Projekte realisieren kann mit Kinderheim und alles, was sie macht. Und ich hoffe, dass sie nur lange gesund bleibt und öfters natürlich mal vorbeischaut und weiterhin ein offenes Ohr auch für unsere Themen hat. Ich kenne jetzt auch wieder Rotz und Wasser, ehrlich gesagt. Aber jetzt werden wir nicht zu viel Drama gewinnen spielen. Das ist ja eine seriöse Sendung.